sorpresa. Yeah. Cari amici Catan TV, il carnevale, i mamutones. Bellissimo. Ciao ragazzi! Wie schon letztes Jahr begrüße ich euch auch dieses Jahr von Sardinien, dem Juwel im Mittelmeer. Ich besuche wieder den lieben Josto. Ja, letztes Jahr war es schon wunderschön auf der Insel. Buongiorno ragazzi, ciao Chris, come ciao Josto, come ieri. Come ieri. Das ist der liebe Josto, mein Bester. Ciao a tutti. Ja. Ja, wir waren zusammen oder wir sind gerade zusammen auf einer kleinen Rundreise, wie letztes Jahr schon. Und diesmal, ja, wir haben angefangen in Kairi, da habe ich ihn in der Nähe wohnt, der von der Hauptstadt. Da haben wir die ersten Tage erstmal Strandleben. Ja, Chris ist ja zum Besuchen gekommen und wir haben im Wasser geschwommen, genau. In Kairi, Pizza gegessen. Cocktails getrunken. Genau, das ist wichtig. Guckt euch diese Pizza mit dem gerösteten Mozzarella. Letztes Jahr habe ich dort auf Sardinien das erste Mal Mozzarella di Bufala. Mozzarella di Bufala. Die Bufala. Oh, Büffelmozzarella probiert. Ihr müsst es unbedingt probieren. Ich bin ja auch immer so skeptisch, aber bei Josto letztes Jahr, ich habe gedacht, bist du mal mutig, mal was Neues ausprobieren. Vielleicht schmeckt es ja auch. Und Büffelmozzarella war du super. Du warst sehr mutig. Du hast alles probiert und Schafkäse auch. Ja, Hilfe. Das ist buonissimo, veramente. Ja, und dann waren wir in Kairi und da habe ich mal wieder was Neues probiert. Diesmal nicht Büffelmozzarella, sondern wie war es? Dieser weiße... Das war Stracciatella. Nee, das war... Burrata. Burrata. Genau, Burrata. Eine Mozzarella, aber milchig. Und Prosciutto und Knoblauch habe ich extra bestellt. Minchia, sei buona. È veramente buona. Really good. Che buono. Wie gut. Per il bufalo. Oh. Oh. Madre mia. Und dann sind wir, dann haben wir eigentlich unseren Trip begonnen. Genau. Josto hat einen kleinen Job zu machen, er muss das erste Mal ein Interview machen. Ciao ragazzi, ich bin mit Josto unterwegs. Ciao ragazzi. Wir starten von Cagliari und wir sind bis Mamoiada gefahren, sind 2 Stunden. Und ist echt in der Mitte von Mittelsardinien. Mhm. Letztes Jahr bin ich ja noch gefahren, Josto hat jetzt endlich Führerschein und jetzt fahren wir zusammen. Das ist, glaube ich, seine erste lange Strecke. Wir wollen ja erstmal nach Barneri, in dieses kleine Dörfchen, 500 Seelenort, mit seinen Eltern, die fahren vor uns im Auto. Und nach 2 Tagen wollen ich und Josto an die wunderschöne Costa Smeralda. Und vorher, da in der Nähe ist ja auch die Insel La Maddalena, da wollen wir auch noch drauf. Aber bevor wir nach Barneri ankommen, bevor wir da sind, müssen wir noch einen kleinen Job von Josto machen. Wir müssen noch eine kleine Filmaufnahme machen. Und da gibt es einen Mann, der baut diese berühmten Masken, die die Sarden zu speziellen Festen tragen. Und das ist alles Handarbeit. Und Josto. Sardinia Karneval. Wir haben ein Kostüm, das ist Mamutones. Und dieser Mann macht die Masken. Und für unsere TV-Show
von Sardinien. Wir haben diesen Mann ein Interview gemacht und immer ich bin in die andere Seite von der Kamera. Das wird jetzt Justus erstes Interview, was er führt. Ich habe ihm ein paar Tricks gegeben. Mal gucken, wie er sich gleich schlägt. Auf der Fahrt dahin habe ich Justus so, ich kenne ja beide Rollen vor und hinter der Kamera, habe ich die einen oder anderen Tipps gegeben, wie er das Interview lenkt und dass er sich schon die Fragen im Kopf hat, wie wir die Anmoderation machen. Denn diesmal habe ich die Kamera gemacht. Genau, Chris hat die Kamera gemacht. Wir haben die Rolle umgekehrt. Genau. Cari amici Catalan TV, oggi siamo a Mamoiada, in questo magnifico paese dove costruiscono le maschere, è famosissima per il carnevale, i mamutones, e oggi siamo nel laboratorio Satoda da Sandro per vedere come le costruiscono. Prego, entrate pure. Und Justo hat es super gemacht in 20 Minuten. Wir mussten keinen Cut machen, wir mussten nicht unterbrechen. In eins durch, vor Ort im Haus, rein, von den einen Raum in den anderen Raum. Richtig super. Also fürs erste Mal hat genial gelungen. Buongiorno. Ciao Sandro. Ciao. Wir haben alles geplant, aber wir haben spontan gemacht. Ja, spontan. War es viel besser. Ich habe gedacht, erst vor dem Haus, wir sagen Hallo und dann setzen wir sie hin und dann machen wir eine Interviewsituation. Aber es ging so spontan über. Ja, Jost hat einen guten Job gemacht. Alles mein Training. Und ich war ein perfekter Kameramann. Ich habe ja schon vor und hinter der Kamera gearbeitet. Das hat sich heute rentiert. Warum trägt man die Masken? Was hat er gesagt? Zum Schutz. Wogegen? Für diese Mamutones. Das sind die typischen Mamoiada. Kostüme für Karneval. So, nach dem Dreh müssen wir erstmal mangiare. Echt ein Fenster. Oh, ist das ein schöner Eingang. Ui, ist das schön. Bellissimo. Drin haben wir gegessen.
kleine 500-Seelendorf, wo gestern das große Fest war. Wo ich mit Josto jetzt erstmal wandern muss, gucken, wo wir Empfang haben. Drei Tage wird zu Ehren von San Lorenzo gefeiert. Tausende Menschen kommen von der ganzen Insel in dieses kleine Dorf, das nicht mal 500 Einwohner hat. Es gibt verschiedene Gruppen, die sich in traditionelle Trachten kleiden und auch abends tanzen. Das ist geil. Ein Flugzeug.